So, hi, da wäre ich wieder. Sehen wir uns dann einfach mal an, was hier dann in Poisonous Pipeline uns noch so erwartet. Ich denke mal, dass hier darf man bestimmt nicht zu lange sein. Oh. Das Level hat invertierte Steuerung. Das heißt, wenn ich nach links steuere, geht es nach rechts und wenn es nach rechts steuere, geht nach links. Oh Gott, okay, haben wir das, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Vor allem das Schlimme daran ist, dass sobald man da rausspringt, ändert sich natürlich auch nochmal. Oh, oh Gott, ist das ungewohnt. Komm darauf klar, denke ich. Bin mir nicht ganz sicher. Und das hier ist halt das Fiese, wenn man rausspringt. Und dann hat man wieder normale Steuerung. Oh Gott, das wird unangenehm. Das wird richtig, richtig unangenehm. Aber ich bekomme es hin, denke ich. Ja, zumindest bis jetzt funktioniert es eigentlich noch ganz gut. Invertierte Steuerung ist nicht so furchtbar, wie ich mir vorgestellt habe. Man gewöhnt sich recht schnell dran. Ich glaube, das wird erst schlimm, wenn man häufigen Wechsel hat zwischen normaler Gravitation außerhalb und dann hier diese rechts-links versetzte. Ich glaube, hier ist auch noch oben und unten vertauscht. Oh, ich habe doch gerade die ganze Zeit in die falsche Richtung gedrückt. Oh mein Gott, hier sind ja noch welche. Wo ist die Münze? Nicht oben und unten vertauscht, nur links und rechts. So als ob das nicht halt nicht schon schlimm genug wäre, dass links und rechts vertauscht sind. Nein, nein, oben und unten ist zum Glück nicht. Na, so wie Steuer merkte ja, dass es so schon schlimm genug ist. Ich glaube, hier unten ist eine Münze aufgetaucht, oder am Eingang? Nein, nicht am Eingang. Wo sind die? Mein Hauptproblem ist hier einfach wirklich, die Münze am Ende zu finden. Halt keine Ahnung, wo diese verdammte Münze ist. Und wo die spawnt. Ich meine, ich gehe mal jetzt vielleicht erstmal oben lang. Vielleicht sehe. Oder ich gehe doch unten lang, weil ja, Steuerung ist halt gewöhnungsbedürftig, ne? Vor allem ist das halt auch richtig blöd für einen Stream, weil so, ah, da spawnt die Münze. Weil es so aussieht, als ob ich das Spiel nicht spielen könnte. Da wäre die Steuerung invertiert. Ich meine, beides kann natürlich auch sein. Hier ist das O. Das ist hier vorne. Meine ich irgendwie hier sind irgendwo so versteckte Münzen oder so? Nö, okay. Nicht da rein, nicht da rein. Das kann man doch meinem Gehirn nicht mehr am Abend antun, so eine invertierte Steuerung. Ja, das war irgendwie klar jetzt.
Was halt interessant ist, man weiß ja eigentlich, also die invertierte Steuerung ist ja genauso genau wie die andere. Also sie kommt einem so mega ungenau vor. Wisst ihr? Also mir kommt die halt mega ungenau vor. Richtig schwammig und alles. Dabei schwamm ich nur hier rum. Okay, der war schlecht. Ich weiß, aber... Ah. Es ist halt schwer, in Worte zu fassen, was daran so schwierig ist, wisst ihr? Das ist so ein bisschen so eine Sache von... Muss man halt erleben. Man muss halt selbst steuern, um zu merken, wie problematisch das eigentlich ist. Vor allem, oben, wenn oben und unten vertauscht ist. Also das hat man ja, so invertierte Steuerung in der Hinsicht hat man ja auch schon öfters in Spielen gehabt. Das ist ja gang und gäbe, aber so links und rechts invertiert. Schon ein bisschen blöd. Übrigens würde mich auch nicht wundern, wenn man das irgendwann mal in Fall Guys einführen würde, dass man invertierte Steuerung hat. Auf bestimmten, in bestimmten Leveln. Also, dass es da so Felder gibt, die invertierte Steuerung oder so auslösen. Könnte es mir zumindest ganz gut vorstellen. Ah ja, ja, invertierte Steuerung. Ich hätte es fast vergessen. Und man hat gesehen, ich wäre fast wieder zurückgeschwommen, deswegen. Ah, falsche Richtung. Ah ja. Ich bin sehr froh. Wieso hat hier jedes Level das Element aller... Ich bin sehr froh, wenn ich da einfach nur durch bin. Ah ja gut, das sind halt Late-Game-Level, ne? Von denen wird das ja auch erwartet. Dass sie ein bisschen so einen Charakter haben. Aber ich bin euch ganz ehrlich, hier ist mir mit am wichtigsten, dass ich nicht Game Over gehe. Und der Grund ist sehr einfach. Durch die inventierte Steuerung bewegt man sich hier sehr langsam. Dadurch will ich halt nicht nochmal die erste Hälfte spielen. Bei den anderen beiden hat es halt mir weniger ausgemacht als hier, weil... Ja, bei den anderen beiden Leveln, da kommt man wenigstens... Da kam man wenigstens recht schnell zum Checkpoint. Ich habe gerade nicht gecheckt, dass die Steuerung invertiert ist und bin die ganze Zeit in die falsche Richtung. Auch nice. Ich habe währenddessen zwei dieser, nennen sie mal Muschelgegner ausgenockt. Also hey, immerhin das. Und jedes Mal, wenn wir hier hinkommen, bekommen wir ein extra Leben. Das heißt, da ist ein Game Over gar nicht mal so wahrscheinlich, weil wir haben ja halt auch noch die Kong-Buchstaben, die uns noch ein extra Leben geben können und die Bananen. Ich glaube, da sind wir tatsächlich auf einer gar nicht so schlechten Seite, sage ich jetzt einfach mal. So, hier war ich das jetzt mal draufgegangen. Hier sind die Käfers. Nice. Hoch, 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 hoch. Zum Glück ist oben und unten noch nicht invertiert. Das kann man halt auch schlecht machen, wenn man halt immer nur mit so Vorstößen mit B schwimmt. Ist halt schwer, das zu invertieren. Ja. Muss nach links drücken, nach rechts zu kommen. Let's go. Oh nein. Oh nein. Oh.
das Level ist ganz schön unangenehm. Ganz, ganz schön unangenehm, muss ich schon sagen. Ganz unangenehmes Level. So präzise mit invertierter Steuerung zu sein. Ist ja schon fast unfair, das zu verlangen. Ah, andere Richtung, andere Richtung. Das Level sieht auch recht anstrengend aus. Ja, kann ich mir vorstellen. Nicht nur, weil ich mich bewege wie gefühlt ein Stein im Wasser. Aber ich komme so langsam immer mehr auf die invertierte Steuerung klar. Auch wenn es immer noch ein bisschen mein Gehirn zum Brutscheln bringt, aber Herrgott, ist es halt so. Unschön. Aber in Stresssituationen will ich dann, da denke ich mir so, ja, ich muss schnell nach rechts und dann drücke ich auch nach rechts und dann gehe ich nach links und dann denke ich mir, oh nein, ich muss ja nach rechts und man beginnt halt irgendwie alles zu hinterfragen, was man so automatisch steuert, wisst ihr? So mit der invertierten Steuerung hier. Wie gesagt, ich bräuchte eigentlich so eine Controller-Cam, damit ihr seht, was für ein Abfuck das hier ist. Oh nein. Ist einfach halt total kontraintuitiv, dass man in die falsche Richtung lenken muss. Ich weiß halt auch nicht, was ich sonst dazu sagen soll. Dann ist dieses Level auch noch so lang. Stell mir halt auch vor, dass das hier zum Beispiel für Speedrunner, die ja viel nach Muscle Memory und so weiter gehen, das ist vermutlich auch ein richtig ekelhaftes Level. Weil gerade wenn man ein Spiel so viel spielt und dann halt die normalen Inputs so gewohnt ist, dann muss man die Inputs falsch herum machen. Ich nehme mir das auch übel vor, um ehrlich zu sein. Und die Sache ist, so, wenn da so ein Fisch durchschwimmt und man will da durch, denkt man, das wäre halt ohne umgedrehte Steuerung, invertierte Steuerung, wäre es auch nicht so einfach. An diesem Punkt macht man halt teilweise in dem Level hier Sachen, die halt selbst ohne invertierte Steuerung gar nicht so einfach wären. Das hat halt auch schon was zu sagen, finde ich. Ich meine, klar, sie wären ohne invertierte Steuerung deutlich einfacher. Verstehe mich da bitte nicht falsch, aber mit invertierter Steuerung sind sie halt verdammt schwer. Und ich denke mal, das sieht man auch. Auch wenn es manchmal so ein bisschen den Charme davon hat, dass von jemandem, der zum ersten Mal ein Videospiel spielt, das ist mir auch bewusst, das geht halt mit der invertierten Steuerung einher, schätze ich. Oh, dass ich da nicht getroffen wurde. Aber von jemandem, der das Spiel noch nie angerührt hat und erstmal mit den Physics vertraut. Sich anfreunden muss. Ah, da kam wieder Fisch. Wieder. Ich
wollte stoppen, aber mein Gehirn hat nicht ganz registriert, wie ich stoppe. Wegen invertierter Steuerung. Das ist irgendwie, ja. Ich meine, ich habe so langsam das Gefühl, das kann hier so ewig weitergehen. Gerade weil ich relativ konsistent auch dieses One-Up hier unten hole. Und verstehe mich nicht falsch, das klingt so, als ob ich nicht gut finden würde, dass das One-Up hier ist. Sehr froh drum. Sehr, sehr froh drum. Was halt auch interessant ist, durch die invertierte Steuerung weiß ich auch manchmal gar nicht, ob ich die Höhe richtig einschätze. Das klingt im ersten Moment so. Das ergibt gar keinen Sinn. Aber wenn man drüber nachdenkt, finde ich, ergibt das schon Sinn. Weil dadurch, dass die Steuerung invertiert ist, wird ja das ganze Verständnis der Ingame-Physik wird praktisch neu besetzt oder so, keine Ahnung. Muss neu gelernt werden und dadurch kann man halt auch zum Beispiel sowas wie Höhe einfach schwieriger einschätzen. Ich muss mich wirklich geistig darauf konzentrieren, was jeder Button-Press von mir macht. Sache, die ich eigentlich nur habe, wenn ich gerade ein Spiel komplett neu anfange. Ich muss wirklich die ganze Zeit denken, okay, was macht jetzt, wenn ich das mache? Ist ja eigentlich so Sachen, die, wenn man viel Videospiele spielt, irgendwann sehr intuitiv sind, aber irgendwie muss das neu gelernt werden jetzt. Für mich. Das alles nur, weil das Spiel einem die Steuerung invertiert. Kreisschwimmen mit inventierter Steuerung. Wenn ich das hier richtig sehe. Oh, ich bin froh, das geschafft zu haben. Hauptsächlich deswegen. Damit ich nicht nochmal den Weg dahin gehen muss. Ah, das ist so irritierend, wenn man aus diesem verdammten Wasser rausspringt. Aha. Und jetzt ist die Steuerung wieder invertiert. Oh Gott, hier ist Ende. Hier ist Ende. Ich muss aber aus dem Wasser rauskommen. Ah, geht doch. Yes! Endlich! Endlich habe ich diese blöde, invertierte Steuerung besiegt. Darauf erstmal speichern. Mann, das war aber auch echt gerade eine schwere Geburt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin gerade einfach nur froh, dass das rum ist.